alte Memme, denkst du hast Probleme, nur weil etwas Abwasch die Spüle verstopft. Spar das Gezeter, Gedenke der Väter, sie hausten in Armut umgeben von Schrott. Doch wo alles verloren schien, ward einer geboren. Er war saustark und lässig, sein Haar saß perfekt. Und mit Großmut und Tapferkeit sprach er, ich bin's leid, macht euren Mist mal allein, ich muss weg. Ossa, er muss dann mal weg. Depot. Müll. Müll. Noch mehr Müll. Ein Leben in Ordnung und Zufriedenheit. Ach nein, es ist Müll. So, das reicht. Ich muss hier endlich weg. Gut, dass ich dieses Mal den perfekten Plan habe. Nur noch die letzten Sachen packen und ich bin raus hier. Wo hab ich nur meine Liste hingetan? Mann! Es wird wirklich Zeit, dass ich diesen Schrottplatz endlich verlasse. Also, dann sage ich jetzt nochmal herzlich willkommen zu Erkundungswerken. Zwar Depot, wie ich hier schon etwas mitbekommen konnte. Ich bin ja den lieben Rufus. Und anscheinend hat das echt Zeit hier. Naja, wir müssen jetzt direkt schon kissen. Nanu! Da lag ja eine Socke drunter. Das erklärt, warum ich in letzter Zeit immer nur Käse geträumt habe. Ah, da ist ja meine Liste. Mal gucken. Ich habe scheinbar fast alles, was ich brauche. Es fehlt nur noch etwas Proviant, die Zahnbürste, ein paar Socken und ein Seitenschneider. Ein Seitenschneider? Was zum... Naja... Irgendetwas werde ich mir dabei schon gedacht haben. Es fehlt nur noch die Zahnbürste, ein paar und das. Es läuft doch. Es läuft doch immer nur Müll im Fernsehen. Ja, stimmt. Alles, was mir mein Vater vermacht hat, ist diese dumme Holzkiste. Und dann hat er Deponia verlassen. Ohne mich. Das ist traurig. Das ist die Kiste, die mir mein Vater vermacht hat, bevor er mich im Stich ließ. Ich will sie nicht öffnen. Ich will keine weiteren Enttäuschungen erleben. Eine Öl. Das Öl ist so ranzig, das kann ich mir höchstens noch in die Haare schmieren. Das Beste daran ist die Dose. Okay, ja, das haben wir einfach mal mit. So, oh, ich bin noch ein bisschen angeschlagen. Das könnte nützlich werden. Uhr. Ach, meine alten Fluchtpläne. Einige davon waren nicht übel. Was ist denn hier? Postmenstruale Memo. Wieder eine Memo von Toni. Mal sehen, was sie diesmal hat. Mach endlich das Bad sauber. Puh, das könnte ihr so passen. Das könnte nützlich werden. Toni sagt, ich bin dran, das Bad zu putzen. Das ist einfach nur unfair. Sie ist nie dran. Dabei warte ich schon seit Wochen. Ah, das ist... Die hat auch schon mal bessere Zeiten erlebt. Das stimmt. Ich lebe. Hörste, die Zahnbürste ist weggelaufen. Ich sollte mir wohl angewöhnen, sie irgendwo aufzubewahren, wo nicht so viele Mikroorganismen wachsen. Aber mir draußen wird gerade gearbeitet. Ich hoffe, das hört man gerade nicht. Perfekt. Hier ist die Zahnbürste. Das auf der Seite. So ein Seitenschneider ist doch eigentlich ein ziemlich nutzloses Gerät. Oh, trotzdem. Das Zeug überlasse ich eigentlich lieber Toni. Ich habe es einmal benutzt,
Anschließend waren all meine Klamotten verfärbt und der Schuppen ist abgebrannt. Wenn wir das mitnehmen können, einfach mitnehmen. Spinntüte. Ah, die Zahnbürste ist verknüpft. Die Hausapotheke hat mir schon oft das Leben gerettet. Aber seit ich neulich versucht habe, einen schrapnellbetriebenen Düsenantrieb zu bauen, sind die Pflaster alle. Jetzt ist da nur noch Tonis Beruhigungsmittel drin. Scheint der Knaller zu sein. Hm. Verschlossen. Den Schlüssel muss wohl Toni haben. Na komm. Da! Was ist das? Ein Fallbeil, damit ich nicht in ihr Zimmer gehe? Mann, die Frau ist gestört. Ich frage mich ernsthaft, warum ich jemals mit ihr zusammen war. Weißt du was? Heftige Mie. Bleib gefälligst aus meinem Zimmer raus. Da hast du nichts mehr drin verloren. Was bildet Toni sich ein? Als hätte ich nichts anderes zu tun, als in ihren Sachen rumzuwühlen. Oh mein Gott, ey. Okay, die hat, glaube ich, irgendwie immer oder anstrengend, was ich mir eher vorstellen kann. Ganz kurz wieder Timer machen. Nervige Memo. Du sollst nicht auf der Couch essen. Ständig finde ich Essensreste in den Ritzen. Na und? Ist doch gut. Mach endlich den Abwasch. Der macht sich nicht von alleine. Ich lasse es mal drauf ankommen. Der ist schon echt traurig, wenn... Warte, guck mal. Ich sehe gar nicht ein, warum ich den Abwasch machen soll. Toni hat darin viel mehr Übung. Und weg damit. Aha. Was ist doch eine zickige Memo. Du hast schon wieder mein ganzes Essen verputzt. Stattdessen finde ich ständig irgendwelchen Müll von dir im Kühlschrank. Was ist eigentlich mit dir kaputt? Ich verstehe die Frage nicht. Oh, ja. Kann man machen, muss man aber nicht. Diese Mäntel sind super. Unglaublich, wie viel Zeug in die Taschen passt. Halt ein kleiner Messi. Ich schau mal nach, ob ich was Nützliches in den Taschen finde. Hey, da war tatsächlich was drin. Eine Socke. Cool. Stimmt, ja, wir brauchen das. Aber gleich farbig. Die Hintertun, die sind. Das ist eine Waschmaschine oder so. Nein, ich habe noch nicht. Die Kammer geht nicht mehr auf, seit die Klinke fort ist. Toni war sauer, aber ich brauchte das Ding für die Luke meines Ort-zu-Ort-Transporters. Der Apparat war schon instabil genug, ohne dass da Fliegen reinspazieren konnten. Keine Chance. Die Klinke fehlt und ich... Das ist ein Pömpel. Theoretisch müsste das doch gehen. Aha! Aha, ich bin intelligent. Die gute alte Couch. Schade, dass im Fluchtapparat kein Platz mehr dafür ist. Hier kamen mir immer die besten Einfälle. Außerdem findet man immer ein paar Essensreste in den Ritzen. Essensreste? Brauchten wir nicht probieren? Hm, da sind scheinbar noch ein paar Wasabi-Nüsse in den Ritzen. Aber ohne Behälter sammle ich die jetzt nicht auf. Ach so, okay. Behälter. Ah ja, leere Dose. Hm, da sind scheinbar noch ein paar Wasabi-Nüsse in den Ritzen. Ich schätze, die sind noch gut als Reiseproviant. Okay, die haben keine Waschmaschine, wir haben Waschmittel und einen Topf. Moment mal. Kann ich den Wasser machen? Aha! Wie sieht denn das Wasser aus? Oh, so sieht es sauber aus, ja. Auf einmal so sauber.
Das ist jetzt auch so, ja. Schmitte. Ach komm, hoffentlich mal rein. Und rein damit. Das scheint ein sehr gutes Verhältnis zu tun. Ich hab's gehört, war niemand zusammen. Socke. Ich bin zwar kein Experte, aber ich glaube, das ist tatsächlich Kochwäsche. Strohwäsche. Kochwäsche. Aber wenn ich davon. Weil ich nicht wasche. Autsch! Das ist ja heiß. Da soll Toni noch mal sagen, ich tu nicht. Oh, komm. Na, holla! Oder wo raus? Die Socke hat sich verfärbt. Wer hätte das gedacht? Aber wo ist die andere? Ach, klarer Fall von subtraktiver Farbmischung. Ja, über dieses. Ah, jetzt haben wir hier. Socken, Seitenschneider, haben wir probieren, brauchen wir nicht. Ja, ein bisschen. Warte mal, Mause fallen. Probieren. Okay, das klappt sogar. Cool. Jetzt kann das Mistvieh aus Leben. Oh, mein Gott, ey. War angeschlagen. Dunkle Ecke mal. Mal gucken. Put, 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 komm zu Papa. Ha, oh. Sie. Die wird ganz schön leiden beim nächsten Zähneputzen. Die hat auch schon mal bessere. Jetzt eigentlich alles. Proviant? Seitenschneider, warum auch immer. Check. Socken, check. Zahnbürste, check. Hm, ich scheine alles zu haben. Er lässt sich nicht mehr schließen. Irgendwas muss ich wohl wieder auspacken. Aber was? Also das Proviant, ne? So viel Platz nimmt das nun auch wieder nicht weg. Oh. So viel Platz nimmt das nun auch wieder nicht weg. Ich will den Seitenschneider aber nicht weg. So viel Platz nimmt das nun auch wieder nicht weg. Ich will den Seitenschneider nicht wegwerfen. Mit diesem Monstrum im Gepäck bekomme ich den Koffer niemals zu. Wo wir brauchen ich hingehe, brauche ich keinen Seitenschneider. Doch, den werden wir anscheinend auf der Liste verloren. Doch, den werden wir anscheinend irgendwo brauchen. Wäre ja nicht auf der Liste gewesen. Dann kann's ja losgehen. Gucken. Das, oh, das ist der Wenzel. Autsch. Das gibt eine Zerrung. Hey, Rufus, spar dir die Kraft für den unvermeidlichen Sturz in die Tiefe. Und du, Wenzel, spar dir den Sarkasmus für jemanden, der schlechter vorbereitet ist. Ich habe dieses Mal alles berechnet. Das wird ein Spaziergang. Das hast du das letzte Mal auch gesagt. Und wir haben Tage gebraucht, um den Kaktus aus deinem Ohr zu entfernen. Schrott von gestern. Dieses Mal wird alles klappen. Und wenn mir schließlich eine illusionische Orbit-Elfe den Nacken massiert, werde ich einen Augenblick innehalten und über dich lachen. Nur zu. Kann ich dann deine Sachen haben? Na klar, bedien dich. Als würde es auf diesem Müllhaufen auch nur irgendwas von Wert geben. Es wird wirklich Zeit, all das hinter mir zu lassen. Super. Ich hoffe, du hast daran gedacht, die Harpune zu kalibrieren. Mach ich noch, sobald ich die Sachen in der Kapsel verstaut habe. Na dann sieh zu. Du weißt doch, wie exakt der Organon seine Fahrpläne einhält. Lass uns also mit Wenzel mal kurz sprechen. Lange Zeit. Hey Wenzel, was gibt es? Schon ein Zeichen vom Organon? Schon ein Zeichen vom Organon? Nope, aber sie werden da sein. Der Organon ist immer pünktlich. Nicht umsonst stellen wir unsere Rathausuhr nach ihnen. Was weißt du sonst noch über den Organon? Was weißt du sonst noch über den Organon? Genauso wenig wie du. Also eigentlich nichts. Genau. Sie sind so undurchsichtig wie unser Grundwasser. Gut, dass sie uns in Ruhe lassen. Mach's gut, Wenzel. Du warst immer ein treuer Gefährte. Mein Freund, mein Helfer, mein Sidekick. Ich war dein Sidekick? Ich dachte immer, du wärst mein Sidekick. Was? Du bist sicher traurig, dass du nicht mitkannst. Aber lass uns nicht wehmütig werden. Keine Sorge. Immerhin hast du mir deine Sachen versprochen. Ein kleines Trostpflaster für diesen enormen Verlust. Glaubst du auch,
dass es in Elysium unendlichen Reichtum gibt? Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem, was ich habe. Tja, aber ich werde viel mehr davon haben. Mein armer, armer Wenzel. Ich hab immer das Gefühl, er denkt, er wäre der Größte, dabei kann ihm keiner leiden. Glaubst du auch, dass in Elysium niemand arbeiten muss? Moment mal, du arbeitest doch auch jetzt nicht. Ich sag ja, ich gehöre dahin. Oder scheint auch ein Schmarotzer zu sein. Glaubst du auch, dass die elysianischen Frauen die schönsten überhaupt sind? Ich habe eigentlich nie verstanden, warum du nicht mehr mit Toni zusammen bist. Und darum wirst du auch für immer in diesem Kaff versauern. Ich habe Besseres verdient, als mir ständig Vorträge über Faulheit und Unzuverlässigkeit anzuhören. Ja, es ist faul. Wegen des Plans. Gibt es Probleme? Probleme? Nein. Nein, nein, nein. Der Plan ist perfekt, aber... Der Koffer passt nicht mehr in die Kapsel. Hast du etwa nicht daran gedacht, ein Staufach einzubauen? Klar, habe ich daran gedacht. Aber... Wo ist dann das Problem? Ich sagte doch, es gibt kein Problem. Der Plan ist perfekt. Und wer bin ich dir zu widersprechen? Bei nichts. Noch was? Was passiert, wenn ich alles verstaut habe? Dann warten wir auf den Organon-Kreuzer. Sobald er da ist, zündest du die Lunte an und nichts mehr ab in die Kanzel. Du hast die Harpune doch kalibriert, oder? Noch nicht, aber dafür ist ja wohl noch Zeit. Puh, wenn du meinst. Also packen, kalibrieren, Lunte zünden. Und puff, katapultiere ich mich in die azurne Bläue der oberen Sphären. Naja, zumindest besteht die Chance, dass der Magnet den Kreuzer trifft. Aber... Nichts aber. Diesmal wird alles klappen. Ich werd's dir zeigen. Ich werd's allen zeigen. Es wird auf jeden Fall sehenswert. Noch irgendwelche Probleme? Diesmal wird es klappen. Ich weiß es einfach. Klar, Rufus. Natürlich. Keine Probleme. Wieso? Natürlich nicht. Wie komme ich bloß darauf? Ich mach mich dann mal wieder an die Arbeit. Besser ist das. Du hast nicht mehr viel Zeit. Das war jetzt auch genug gelabert. Jetzt bin ich wieder dran. Aszendator, mein Meisterwerk. Ich habe sehr lange daran gearbeitet. Bestimmt seit Montag. Oh, wir haben erst Dienstag bestimmt. Aber heute ist wirklich Dienstag, also wo ich die Aufnahme mache. Von daher passt doch. Staufer. So, und wohin jetzt damit? Passt ja doch nicht. Mist, die Batterie. Okay, dann holen wir mal die Bitte. So, und nun? Koffer da rein. Na, geht doch. Doch alles. Mein treuer Schraubenschlüssel. Warum stand der eigentlich nicht auf der Liste? Ach, egal. Wenn ich den Sitz ausbauen würde, könnte sie dahin passen. Aber wie hält sie dann? Und wichtiger noch, wo soll ich sitzen? Okay, dann bauen wir erstmal den Sitz aus. Ich glaube, da müssen wir noch was anderes finden. Auf den kann ich vielleicht am ehesten verzichten. Was ein Staufach ist, aber gleichzeitig auch ein Sitz. Mal kurz Leertaste. Hier habe ich aber auch nichts gemacht. Achso, man kann ja noch rausgehen. Aha. Ein Brief. Wir stehen erstmal ab. Werden beobachtet, aber es ist knuffig. Hanek. Hallo, Hanek. Hi. Na. Rufus. Ach, ich bin so schlecht mit Namen. Ist der Tunnel etwa wieder gesperrt? Ja. Es gab einen Einsturz in Sektor 7. Schon wieder eine Schrottlawine? Dieser ganze Müll geht mir so auf den Senkel. Gut, dass ich bald hier weg bin. Ach, bist du das? Oh ja. Naja, zumindest nicht durch diesen Tunnel. Hast du Toni irgendwo gesehen? Toni? Groß, grantig, speit Feuer. Eine Ex-Freundin. Ach, Toni. Die ist doch bestimmt in ihrem Laden und muss arbeiten, wie jeder andere Mensch. Anwesende ausgeschlossen. Okay, ich mag ihn anscheinend echt so keiner Stadt. Ich werde endlich hier wegkommen. Schon wieder einer deiner brillanten Pläne? Diesmal kann nichts schief gehen. Aber sicher. Und ich nehme mal an, dass du hier rumläufst, hat auch nicht mit irgendwelchen Problemen zu tun. Hat es auch nicht.
Ist doch gut. Naja, der Plan an sich ist perfekt, aber... Jetzt kommt es. Ich muss nur noch die Kapsel startfertig machen, die Harpune ausrichten, die Lunte zünden und los geht's. Aha. Und dann? Dann lenken die Raketen einen starken Elektromagneten direkt auf den vorbeifahrenden Organon-Kreuzer zu. Die Fluchtkapsel ist über eine lange Kette mit dem Magneten verbunden. Sobald der Magnet erst einmal am Kreuzer haftet, kann ich die Kette über eine pedalbetriebene Winde einziehen. Ich verstehe. Und dann? Dann bringt mich der Kreuzer auf direktem Wege nach Elysium. Na, ich kann mir nicht vorstellen, wie das schiefgehen könnte. Ich habe den Sitz ausgebaut. Aber wohin jetzt mit der Batterie? Und wo soll ich sitzen? Tja, du bräuchtest so eine Art Sitz mit Batteriefach. Ein Sitz mit Batteriefach? Sowas gibt es doch gar nicht. Und ob? Ich hatte mal einen. Und er war auch ganz bequem. Bis ich den Schalter gefunden habe. Oh. Ich krieg das schon hin. Sicher. Ich schreib dir eine Karte aus Elysium. Mach das. Ja, ist doch ganz bequem, bis du den Schalter gefunden hast. Okay. Da die Folge sich langsam dem Ende zuneigt, würde ich mich jetzt ein bisschen so strikt anhalten. Ist flott. Jetzt muss ich nur noch die Harpune kalibrieren. Mal gucken, was wir machen. So, blöd, dass zwei Richtungen beim Steuerhebel blockiert sind. Aber wer braucht die schon? Hauptsache, das Fadenkreuz zeigt gleich auf die Bahnstrecke und ich bin weg. Ha, das wird ein Kinderspiel. Wer braucht die zwei Hebel schon? Wir müssen doch da. Oben links. Das erste Rätsel schon. Lustig. Zu lustig. Oh, das wird lustig. Ah, ich mag keine Rätsel. Ich mag das. Ha! Hab's geschafft! Okay, cool. Ich hab's. Nur noch die Lunte zünden und bam. Oh, ich dachte... So, das sollte es gewesen sein. Halte dich bereit, Wenzel. Ja! Oh, oh. Hallo, Rufus. Toni, musst du hier so rumschleichen? Das ist immer noch mein Haus. Du erinnerst dich? Es ist nicht mehr ganz so offensichtlich, seit jemand den Briefkasten gestohlen hat. Also, das bringt mich auf etwas. Ich soll dir diesen Brief geben. Ein Brief? Rufus, es wird langsam Zeit. Ja, und wie? Sorry, Toni, aber der Zug ist abgefahren. Sobald die Lunte brennt, bin ich für immer aus deinem Leben verschwunden. Schön wär's. Oh, wieder so viel Text. Und das stimmt mir leid, dass ich die Folge so zählt, aber naja, ist ja immer noch die erste Folge. Daher. Jetzt bereust du sicher einiges von dem, was du gesagt hast. Stimmt. Angefangen bei, du kannst ja trotzdem bei mir wohnen. Dies ist der finale Abschied. Zum Jubeln ist es noch zu früh. Nichts von dem, was du sagst, kann mich jetzt noch aufhalten. Mein Glück. Dann kann ich zumindest nichts Falsches sagen.
Es ist zu spät. Du kannst mich noch so sehr bitten. Ich werde dich nicht mitnehmen. Kann ich das schriftlich haben? Obwohl, ich glaube, ich werde versuchen, das Tutorial einfach schnell am Anfang daraus eine eigene machen. Falls es ja Leute. Warum bist du hier? Hast du etwa immer noch Hoffnung, dass ein Wunder geschieht? Ein Wunder wäre es, wenn du tatsächlich endlich verschwindest. Aber wenn es wieder einmal nicht klappt, sehe ich wenigstens, wie du dich verletzt. Ich bin gespannt, wie wir mal jemanden treffen, den Rufus erleiden kann. Ich gehe fort. Für immer. Ich habe aufgehört, darauf zu hoffen. So. Ah, die lohnt sich. Jetzt wird's spannend. Und Horrido! Ah ja, vielleicht sollte ich mal den Brief lesen. Sehr geehrter Herr... Wir freuen uns, Sie bla 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 bla. Kommt mal zum Punkt. Leider verzögert sich die Lieferung ihrer Schrauben um ein paar Tage. Beiliegend finden Sie noch einen Gutschein für eine Schachtel Nieten. Zu entschuldigen. Oh, mit freundlichen Grüßen. Moment mal. Schrauben? Oh oh. Anscheinend wirklich geschafft. Aber ich lasse Rufus mal so hängen und ja, beende ich hiermit mal die erste Folge von Deponia. So, dann sage ich mal, ich hoffe, es hat euch gefallen. Dankeschön fürs Zuschauen und ja, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge oder bei einem anderen Video. Bis zum nächsten Mal. Eure Vladi. Ciao.